Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex Games and Rock'n'Roll. Ich bin unterwegs im Banshee 3E. Ja, das ist der Geschützturm unter den Banshees. Ich finde das Ding ja wirklich überaus geil, weil einfach eine Assault Mag mit 4 Ballistics, auch wenn die alle in einem einzigen Seitentor so stecken. Da kann man trotzdem schön einen von machen, nämlich mit 3 Medium Lasern, mit einer AC2 und nochmal einer AC2 und einen Zwillingsperien von die AC5. Das Ganze mit einem gerade soeben adäquaten ausreichenden Satz an Munition, so dass es für mich, für meine Spielweise auf jeden Fall passt. Kann jeder für sich natürlich nochmal ein bisschen anpassen und alles weitere dazu seht ihr und hört ihr dann in der Nachbesprechung im MagLab. Oh, und ansonsten, ja, Big and Spam schon mal, bevor die Action hier richtig losgeht. Ich muss jetzt mal mein Haus wieder adäquat, Maus. Das hätte ich gerade fast gesagt, mein Haus. Ah! Ich nehme mein Haus nun korrekt in die Hand, um dieses Spiel zu perfektionieren. Ich nehme die Maus jetzt einfach mal richtig wieder in die Flossen. Ich habe immer das Gefühl, dass sie noch nicht richtig sitzt. Immer noch, aber nicht mehr so häufig, muss ich sagen. Langsam gewöhne ich mich etwas mehr daran. Aber es wird wohl noch dauern, bis ich das Ganze richtig drauf habe. Na, drüber her. Auf dem Idiotenhügel. Idioten! Ach ja, für all jene, die es interessiert, das ist eine Corsair M65. Und die ist halt echt arschgeil. Also die hat all das, was man... Alter, sag mal, wie unhöflich bist du denn? Verdammt, Leute! Das sind irgendwo gar keiner mitgerichtet da! Sag mal, ich kassiere hier ordentlich, ne? Da ist noch ein Spider. Ein Jagermech mit 4 AC2. Der kann auch nicht so viel Dauerfeuer machen. Naja, direkt Spider da vorne hier. Piu! Alles zu weit weg. Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen zusammenreißen. Uah. Wusa! Auch wenn ich leider... keinen Werbevertrag mit Corsair habe. Die Maus. Das war doch jetzt Corsair, ne? Ja. Die hat halt die ganzen coolen Specs, also finde ich coolen Specs, die man sonst so von der Ouroboros kennt oder halt von den ganzen Mad Cats Mäusen mit diesem Sniper-Button und so, wo die Mäuse dann halt direkt instant auch schon mal sau teuer sind. Das Ding hat mich jetzt in Anführungsstrichen mal nur 55 Euro gekostet. Ich weiß, ist auch noch ein hoher Preis, den man da zu zahlen hat, aber für die Qualität, die man hier bekommt, mit einem Alu-Gestell, Alu-Unterbau, Gewichten, die austauschbar sind, Sniper-Taste und dem ganzen Mist, ist es halt schon wieder ziemlich gut, weil die Maus auch einfach, wie ich schon gesagt habe, so fucking fluffig ist. Zu fluffig immer noch für mich und meine groben, großen Hände hier. Aber wir werden langsam warm miteinander. So, hier noch warten. Das awesome, das hat ein offenes Center-Torso. Der ist aber gleich wohl schon Schrott, wa? Die scouten so schön für die Long-Range-Missiles. Da ist er auch hinüber. Nice. Das finde ich aber geil, wenn das ordentlich läuft. Der Gegner dürfte uns irgendwann von da hinten aus angreifen. Macht bis jetzt zum Glück noch keine Anstalten. Wo der Rest von denen wohl ist. Ich muss, glaube ich, am besten hier mal um den Berg rumlaufen. Wobei das auch zu lange dauert. Der Jagemeck ist hinüber, egal wo ich langlaufe. Bis ich in Sichtweite bin, ist er halt Schrott. Mit den Long-Range-Missiles. Guckt euch das an, was er noch wieder runterhagelt. Hage? Die Spinne ist auch noch da. Das Jagemech steht hinter ihr Gerüst. Ah, ich habe die Spinne noch getroffen. Cool, ein Assist für mich mehr. Ich mag ja Assists. Die bringen die meisten Kohle. Meist Teekohle in diesem Spielmodus. Mitunter, so in Relation gesehen. Also halt mehr als. Verzogen, verzogen, verzogen. Vertan, vertan, sprach der Hahn. Da hat ihn jemand umgeschubst, das sah ganz schön gemein aus. Oh, da hinten ist das nächste Ziel. Jetzt hier mal ein Dragonslayer. Yay, Treffer. Also was ich hinkriege, ist tatsächlich aus dem Effekt irgendwie so halbwegs gut schießen, wenn ich aber versuche adäquat zu zielen. Da kommt mir die Präzision der Maus in die Quere. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal sage. Die Maus ist zu gut für mich.
Sag mal, Digga, hast du Lags? Du hast da hingeschossen, wo der irgendwie vor 5 Sekunden stand oder so. Lamalinche! Der Dragonas Schleier! Ah, Trevor! Das kann ich immer noch. So durch irgendwelche Spalten schießen, die sich da spontan ergeben. Das ist auch das, was mir mitunter am meisten Freude bereitet, muss ich zugeben, weil das einfach so coole Trickshots sind. So quasi Trickshots. Ach, Alter! Merkt ihr es nicht? Da ist was an der Seite. Wächter! Oh, ich bleibe einfach mal stehen und mache dann hier so schöne Geschütze um. So wie ich es auch liebe, diesen Mac zu benennen. Oh, verdammt. Dieses kleine Stück Boden. Dieser dreckige Boden. Oh nein, nur ein Assist. Das, was ich eigentlich mehr mag. Verdammt, ich widerspreche mir auch jedes Mal, ne? Irgendwie, immer und immer wieder. Bam, 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 bam. Oh yeah, einfach mal weg drauf zugelaufen. Oh, drauf zugelaufen und weggemorscht. Ach, ein Stalker, du ahnst es nicht. Long Range Mr. Stalker. Dry F, der hat bestimmt. Ich will da bald meinen süßen Hintern drauf verwenden. Nächstes L-Engine verbaut. Komm, komm, komm. Da geht doch wohl noch was. Nein! So, mein Frust an dem Turm rausgelassen. Was haben wir da denn? Ein Ember. Oh, so ein Ember hat mich gerade wirklich fies hart kaputt gemacht vorhin. Sind jetzt nur noch Lightmax? Schnell weg hier, damit mich die Longrange-Messer nicht mehr so ärgern können. Ein Ember, ein Jenner. Ja, Longrange-Messer, die mich von hinten knacken wollen. Trevor, Bitch. Wah, 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 wah. Nein! Die AC5 ist leer! Ey, renn doch einfach mal hinterher. Du bist so schnell genug, um dem das Bein im Laufen wegzuschießen. Mit Lasern oder so. Weit weg. Haben wir hier dann noch einen? Ach, das ist der letzte. Ja Mensch, gut, dass ihr hier alle so schön stehen bleibt und in die Karpaten guckt. So eine große Map, was der jetzt so vorhat. Und er sieht es so mit der Munition. Ich glaube, ich werde den Bild tatsächlich auch noch mal ein bisschen überarbeiten, dass da mehr reinpasst. So schnell war der eigentlich gar nicht unterwegs, ne? Wo ist die Sau wohl hin? Zu schnell für mich, ich brauchte gar nicht die Herren auf dieser Map. Knacken wir mal ein paar Türmchen. Ja, oder auch nicht? Gut, Lappen. Ich kann hier schön gleich in den Häusern mit Deckung arbeiten. Was ist jetzt los? Warum ist der hart geleckt? Dumm die dumm die dumm die dumm die dumm. Ach, Mensch. So, Dürmchen kaputt. Ach, hier und da ein paar kleine Longrange-Messer, da kann ich noch mitleben. Oh, so ein paar mehr Türmchen sogar. Aber sie schießen nicht. Kriegt ihr keine Peilung, ihr Süßen? Ey, kann ich mich jetzt gleich tatsächlich in die Base stellen zum Cappen? Und mir passiert nichts. Haha. Hehehe.
Tja, ihr seid halt machtlos gegen den dicken, fetten Banshee, ihr kleinen Türmchens. Wusch, angelasert, Rückwärtsgang eingeworfen und richtig schön in die Capsule. Wusch. Na, kann ich mich hier so dahinter stellen? Jawohl, nice, das ist perfekt. Achso, das ist noch ein Türmchen. Er zielt schön auf meinen CT. Die Missiles dürfen jetzt daneben fliegen. Ah, doch nicht. Aber den tun wir noch eben knacken. Boom. Yo. Ja, ich weiß, das war jetzt ein bisschen zu stumpf und stupide eigentlich. Ein bisschen anders positionieren. Vielleicht kommen die Long-Range-Missiles jetzt nicht mehr an. Das wäre jetzt nicht so der beste, aufregendste Abschluss, den man so machen könnte. Aber für mich eigentlich vollkommen in Ordnung. Ja, er trifft mich nicht mit seinen Medium-Lasern, die gehen jetzt schön dagegen. Long-Range-Missiles knacken hier oben an, der Türmchen. Das ist wunderbar. Ach, jetzt kann ich hier aber auf ihn noch gemütlich drauf feiern, ne? Mal vorsichtig die... Ah, verdammt, ich wollte gerade vorsichtig die Hand von der Maus nehmen. Oh, so, jetzt hier. Türmchen knacken, gibt XP und Constables. Was will man da eigentlich mehr? Bis ich hier zu Ende gekehrt habe. Wo wohl der Ravenloch ist? Ich habe jetzt echt alles an Frontpanzerung eingebüßt, wenn er jetzt vorbeikommt, ne? Da habe ich wohl ein Problem. Wusch. 1% hat er noch. Gibt es nicht, ey. Ciao. Haben die eigentlich gesagt, wo er ist? Dumm, kill him, hunt him down. Der letzte Turm ist hier da irgendwo, dass er mich mit Longrange Missiles bearbeiten könnte, ne? Das will ich natürlich vermeiden. Da ist er! Eingeklappt! Er versucht gar nicht erst auf mich zu schießen. Jetzt klappt er sich natürlich auf. Oh, er schießt auf meinen Handspeckkollegen da hinten. Bist du auf LRM-Modus hier, Türmchen? Aber aufgeklappt, da kann ich mal ein bisschen mit meinen... Ach klar, jetzt schießt spontan auf mich, ne? Ohne dass ich eine korrekte Warnung vorher kriege oder so. Das Mist. Jetzt hoffe ich nur, dass der Raven nicht vorbeikommt. Da ist die Mucke vorbei. Ey, das ist seit Ewigkeiten. Ah, da ist die Mucke wieder. Den Sound finde ich echt fett. Falls ihr euch fragt, was das für Mucke ist, ne, das ist ganz einfach. Auf Soundcloud sucht mal nach MechWarrior Online. IGP oder PGI oder MechWarrior Online selber hat da eine Playlist. Tatsächlich mit den, mit einigen der Trailer-Songs. Das ist halt die Mucke, die hier immer im Hintergrund läuft. Und da sind halt wirklich ein paar richtig geile Tracks bei. Sowas wie der hier zum Beispiel. Den finde ich richtig geil. So aufbauen. So, boah, guck mal, was da angestampft kommt, ne? Mega fett. Und ich glaube nicht, das ist das erste Mal, glaube ich, seit es die Türme gibt, dass ich einen Capwin habe. Fuck yeah! Mit einem Assault Mac. Brrrr und Spam! Booyah Bass! Es hätte noch Bass-Error oder Bös-Error sein können, aber eigentlich vollkommen in Ordnung. Das war auch ein geiles Match. Besten Dank fürs Zugucken und jetzt mal rüber gewarpt zum MacLab. Willkommen im MacLab. Wir checken einmal direkt als allererstes das Equipment. Dann sehen wir, welche Upgrades verbaut sind. Das ist nämlich das Wichtigste. Das ist auch nur Double Heatsinks. Das ist eigentlich auch so das, was man sonst primär immer nur in einen Assault Mac reinstopft. Und ansonsten seht ihr hier, wie das Ganze verteilt ist. Ich habe für meine Verhältnisse tatsächlich schon relativ viel Munition da reingepackt. Es kommt bei mir nämlich total selten vor, dass ich einen Case verwenden muss. Wobei, wenn ich gerade gucke, im Cockpit ist ein Medium Laser verbaut. Also habe ich eigentlich nur eine Tonne Munition mehr verbaut, als es bei mir der Standard ist. Die Waffen und so, das ist halt alles relativ adäquat verteilt, damit es auch viele Crit-Slots so zum Verteilen gibt. Und was für mich wichtig war, dass die Ammo mit der Case in der anderen Schulter sitzt. Also nicht da, wo meine Ballistics hocken, sondern wenn die Schulter mit der Munition hochgeht, dass ich meine Ballistics immer noch habe, dass da vielleicht noch irgendwo anders Munition von für über ist. Und dass ich im Center Torso, ach im Kopf halt noch immer den Medium Laser habe als allerletzte Backup-Waffe, sollten mir beide Seitentorsi irgendwie weggeholzt werden. Also auch wenn die AC2er irgendwie ein bisschen übertrieben aussehen, so mit der Verteilung, dass die AC2er beide unten sitzen
und die AC5er auf der Schulter, sieht das eigentlich wieder gar nicht so schlimm aus. So schaust du halt wirklich wie eine richtig geile Kriegsmaschine aus, wie ein richtig geiler Geschützturm. Ich habe mich inzwischen auch doch ein bisschen mehr in den Banshee verliebt, muss ich sagen, auch wenn die Schultern zum Beispiel nichts krass Spektakuläres sind. Aber wenn man auf das Cockpit guckt, das halt schon den Banshee-Style. Vor allem, wenn nicht direkt unter der Sonnenbrille in Medium Laser sitzt, weil das wieder affig aussieht. Und wenn man sich den Kopf anguckt, also vorne stehen, über die Schädeldecke hinweg nach hinten, das halt auch so diesen Banshee-typischen Sprung. Finde ich eigentlich doch ziemlich nice und gelungen insgesamt, muss ich sagen. Aber jetzt hier nochmal so zum Bild selber, das ist eigentlich, also ziemlich simpler Standard einfach. Das lässt sich natürlich noch locker flockig variieren auf 4 AC2er zum Beispiel, dickere Laser und hast du nicht gesehen, oder Double Pumpgun und dickere Lasergeräte. Was auch immer, da kann man ein bisschen rumschrauben, aber man sollte, finde ich, bevorzugt schon mit 4 Autocannons irgendwie arbeiten oder mindestens mit 3. 3 AC5er zum Beispiel, 3 Ultra AC5er, das dürfte bei einigen ja auch so ein leichtes Lächeln hervorrufen. Müsste ja eigentlich reinpassen. Bin mir gerade nicht so sicher. Verbrauchen Ultras mehr Slots als die normalen? Das muss ich jetzt nochmal eben nachgucken. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Checken wir das doch mal eben aus. Loadout. Left Dorso. AC5 nimmt 4 Slots ein. Gelle. Da, jawohl. Und wo ist das Ultra? Da. Nimmt 5 Slots ein. Ja, dann wird's schon wieder ein bisschen schwieriger. Na ja, Leute, ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken. Ihr könnt mir jederzeit irgendwie noch Bildvorschläge senden, natürlich. Ich werde mal gucken, also das, was mich halt wirklich krass reizt, das werde ich möglichst schnell umsetzen und der Rest wird zum Laufe der Zeit dann natürlich immer mal kommen. Wo ich Schwierigkeiten mit habe, ist tatsächlich ein Jester mit 6 Medium Puls Laser. Ein Kumpel von mir zockt das ständig. Wenn ich das mal versuche, verkacke ich mit dem Teil einfach nur. Naja, besten Dank fürs Zugucken, Leute. Haut weg, schönes Wochenende.